Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Cthulhu. Wir werden uns jetzt mal im beschaulichen Darkwater umschauen. Rein theoretisch könnte ich auch nochmal in die Kneipe gehen und mit Cat reden, nachdem wir ja jetzt wissen, wer sie ist. Vielleicht sollten wir das vorher noch tun. Vielleicht finden wir noch irgendwas raus. Planänderung. Gucken wir mal. Die hat uns zwar eben total abblitzen lassen. Oh. Ah. Ich würde ja auch furchtbar gerne mit diesen Wärtern reden. Ich möchte wissen. Und ich möchte auch mit dem Typen reden können, aber der. Ah, that's it. Maybe we should let him take it. Ah. Ich finde seine. Diese Zeichen auf seinen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Tätowierung. Das sieht aus wie eingeritzt. Boah, wow, spooky. Another break? Okay, das sind die Schmuggler. Ich dachte es mehr. Vielleicht gehen wir besser, wenn sie mit Gesellschaft da ist. Tülü, wir wollen ja nicht irgendwie, ne? Und überhaupt. Ich will keine Schlägerei irgendwie mit Leuten. Ich habe keine Ahnung, ob es überhaupt ein richtiges Kampfsystem gibt. Oder ob das mehr so... Ja, das ist wahrscheinlich eher so wie bei Amnesia oder so, dass man eigentlich gar nicht wirklich kämpfen kann, sondern allenfalls schleichen, ausweichen oder sonst was. Mit dem reden? Mit dem kann man reden. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. Was? Ich habe gar nichts gesehen. Was treiben Schmuggler in dieser Gegend? This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. If you want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. I shall take my leave. Okay. Wir haben wieder was verpasst, was, wo die Leute von ausgegangen sind, dass wir es gesehen haben. Das ist ein bisschen irritierend. Okay. Versteckte Gegenstände finden. Oh ja, genau. Wir haben ja auch noch einen Charakterpunkt bekommen. Ich überlege, ob ich den auch wieder in Ermittlung packe. Einfach damit wir da mehr Punkte reinkriegen. Oder müssen wir das Entdeckung... Nee, das war Entdeckung, ne? Dann machen wir das nochmal in Entdeckung. Alles klar. Müssen wir jetzt so nach und nach immer die einzelnen Charakterpunkte verteilen, damit wir hier einen höheren Prozentsatz in Dingen bekommen. Redegewandtheit muss ich dann auch mal wieder steigern. Versteckte Gegenstände. Hier könnte natürlich irgendwie was sein. Ach, wir können hier einfach durchlatschen. Bin mir nicht sicher, ob hier wirklich was drin versteckt ist. Ah, ja, tatsächlich. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Okay. Ist hier noch was? Ah. Sperrklinke. Mit diesem Teil können schwere Lasten gefahrlos gehoben und gehalten werden. Ach so, so ein Ding, was man... This ratchet device seems to be usable. Alles klar, du nimmst so ein Ding mit. Ah, ja. Hm. It looks like there's a way in under this grate. Ja, wir können diesen Mechanismus und da können wir das Teil, was wir haben, benutzen und... Naja... Können wir hier auch hoch? Wir können hier hoch. Alles klar. Das hat ein bisschen... Benutze... Ja, benutze dies mit jenem. Ja, dann machen wir das doch mal. Gehen. Können wir denn jetzt... Müssen wir wahrscheinlich mehr Teile finden, damit wir das richtig benutzen können. Okay. Ich finde, er könnte auch noch von selber runtergehen. Naja. Ja. Ich denke, wir müssen dann noch irgendwas finden, mit dem wir das Teil in Betrieb setzen können. Aber ich glaube, das liegt jetzt hier nicht durch Zufall rum, sondern das finden wir wahrscheinlich jetzt woanders. Müssen wir uns nur merken, dass wir hier dieses Teil angebracht haben. Alles klar.
Ein Auto steht hier mitten im Weg, um uns den Weg zu versperren. So ein Zufall. Natürlich können wir nicht springen, klettern oder ähnliches. Das ist nicht zum Mitnehmen. Schade. Ich habe gedacht, das könnten wir gebrauchen, um diese Winde in Bewegung zu setzen. Ja. Also sie haben ihn jetzt tatsächlich... What could have done so much damage? Ja, scheiß das. Die haben eine sehr lustige Art zu reden, definitiv. Vielleicht sollten wir mal mit dem Kopf reden. Einfach, was er hier tut, warum er das bewacht, das Lagerhaus. Where do you think you're going? Was macht die Polizei hier? I thought that the Hawkins case had been closed. That's true. So what are you doing on guard duty in front of this warehouse? Who's asking the questions here, the cop or the tourist? Wer interessiert sich für das Lagerhaus oder das? Ja, erstmal das. Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? Es könnte etwas mit dem Fall zu tun haben oder Redegewandtheit. Ah, Redegewandtheit. What's the difference between a police officer and a private detective? The badge? Exactly. Apart from that piece of metal, there's nothing that sets us apart. You think so? We're looking for the same thing, you and I. Okay. Spare me the next verse. I'll tell you what I know. There are sailors who think that there's a beast prowling around the docks. And then again, these guys panic at the thought of bringing a rabbit onto a boat, so... I see. And there are others who would like to use the warehouses for their goods. Who are they? Sorry. I really can't talk about them. Seine Zähne waren merkwürdig. You again. I told you to beat it. No need to get worked up. Okay, das ist immer... Wir müssen echt gucken. Also manche Dialoge lassen uns dann vor eine Wand laufen, was ein bisschen schade ist. Genau genommen, wenn sie den Wal im Wasser haben, also hier diese... Nein, okay. Da stehen auch Leute rum. Die sehen bedrohlich aus. Da sitzt ein Einzelner. Einzelne Leute gehen, mit denen können wir quatschen. Da angelt einer. Leute, die angeln, sind doch meistens entspannter. Mit dem können wir aber nicht reden. Jung, wenn ich dir eine Empfehlung geben darf, ich glaube, in der Brühe findest du keinen Fisch, der anbeißt, oder? Beißt da was an? Beißen sie? Okay, gucken wir uns mal hier um. Ich habe da eine Statue gesehen. Die schreit doch förmlich, merkwürdige Dinge gehen vor. Anders kann man das doch hier nicht sagen. Was ist das hier? Ein Altar? Ein Schrein? Man könnte ja jetzt sagen, vielleicht ist das irgendeine Heiligenfigur. St. Brandon, the Navigator. Okay, es ist eine Heiligenfigur. St. Brandon, patron saint of sailors and travelers. Desecrated. Ja. I can't even say which language it's written in. Das ist vielleicht auch ganz gut, dass wir das nicht lesen können, weil wenn das diese Cthulhu-Sprache ist, dann... Ne? Okkult? Ah, die Statue. Beschützt der Schutzpatron der Wale und Walfänger noch immer die Seeleute von Darkwater? Offensichtlich gab es vor dem heiligen Brandon andere Götter und deren Verehrer scheinen den Glauben nicht zu teilen. Die Einheimischen huldigen noch immer dem alten Heiligen, aber die Statue wurde von einem anderen Kult entstellt. Okay, das haben wir offenbar so rausgefunden. Na gut. Einwohnerhinweise. Es ist, ja, das sind die Daten. Ja, ich würde sagen, hier ist jetzt nicht viel. Ja gut, das ist... Sehr, sehr seltsam. Mysteriös. Was ist das für ein Kult, der eine seltsame Sprache benutzt? Deren Schrift man nicht lesen kann, so ohne weiteres?
Ich weiß nicht, ob wir hier was finden würden, wenn wir besser im Auffinden von Dingen wären. Oh. Ermittlung. Schlossknacken. Ich weiß nicht, ob wir das tun sollten. So offen. Ja, genau. Es ist. Damnation. Broken. Damnation. Okay, was ist vielleicht wichtig, da noch reinzukommen? Ich hoffe, wir kriegen irgendwie nochmal Dietriche. Ist das ein Hundezwinger oder sowas? Bisschen schneller gehen. Können wir mit dem Typen reden? Der sitzt da so. Nee, mit dem können wir nicht reden. Ich habe das Gefühl, wir müssen mal mit allen möglichen Leuten jetzt hier reden. Okay, mit dem können wir reden. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. Ich bin gerade erst angekommen, ihr Trottel. Nein, so etwas hätte ich niemals getan. I respect your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in God? That's irrelevant. That's what you think. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to dark water? Der heilige Brandon. Sie leben hier. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Haben Sie keine Arbeit? Isn't that a bit early? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Okay, wer sind die beiden Wachen? The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Okay, wer ist Cat? Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Oh, hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Okay. Kann man noch mehr über die Insel? Nee. Okay. I've taken enough of your time. We'll see you later. Okay, dann sprechen wir mal mit den Typen, denke ich. Oh, da ist der Cop noch. I bet that you hit them somewhere in your heart on the docks. Not even. And how could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. Now, with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Okay, wir haben ein bisschen belauscht. Das hat jetzt, glaube ich, nicht ganz so viel gebracht. Es kam mir gerade so, dass man da vielleicht irgendwas tun kann. Dann werden wir doch einfach mal mit den Typen quatschen. No idea. Wenn's geht. You better keep it shut. Why, we don't have a clear conscience. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. Cat schickt mich. Ich mach erstmal das hier. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's gonna be complicated.
No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. Now, we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. Okay. Mal gucken, was passiert. I've got to get inside. It's your boss who sent me. Oh, yeah? And why didn't she say anything to us? She sent me to see who's filching her stock. I don't know what you're talking about. You got no proof to back up your claims, and I'd advise you against snitching. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Sehen auch irgendwie aus wie Zwillinge. Hätten sie erstmal nach ihren Machenschaften fragen sollen. Okay, vielleicht könnte man noch mal den... Der wird uns wieder abweisen, glaube ich, aber... You again. I told you to beat it. No need to get worked up. Okay. Jetzt müssen wir auf jeden Fall in der Kneipe mit Leuten reden, würde ich sagen. Vielleicht könnten wir hier aber noch die beiden Fischer, kann man die ansprechen? Ja. We're no longer at home on our own island. Calm down. It's not worth the effort. I told that flunky that he'll see what a real sailor has in his belly. If you continue like that, everyone will see what you've got in your belly. I hope so. I hope they don't forget the lesson. Me? I'm not scared of some girl. I mean they're going to cut you open, you idiot. Calm down. Okay. Wir könnten auch nochmal Fitzroy fragen. Bei vielleicht da hinten, der, wer ist da? Ist das auch ein Fischer? Einfach nur? Ah, das ist einfach nur ein Fischer, ne? Der wird wahrscheinlich auch wieder nichts zu sagen haben, aber ich hatte vorhin schon gedacht, ich könnte mal mit dem reden. Oder vielleicht hat er ja auch was. Nope, he doesn't. Okay, schade. Also irgendwas, also die Schmuggler haben ein Interesse daran, die Leute daran zu hindern, in das Hawkins Lagerhaus zu gehen. Vielleicht weiß er ja doch was. Yes. What can I do for you? Yes, yes, yes. Die Schmuggler versperren den Weg zum Lagerhaus. Apparently the bootleggers don't want anyone hanging around the warehouses. They're part of the private property I mentioned earlier. And yet the place looks abandoned. Why guard the entrance? As a precaution, I suppose. All the warehouses are more or less interconnected by old sewers. You mean that there's a way to go from one to the other by tunnel? I couldn't tell you if it's still the case today for all the warehouses on the island. But I think I can imagine what you've got in mind. You can always visit them if you're not the claustrophobic type. Ja, die Kanalisation. Ich habe mir das schon gedacht, wenn wir da dieses Gitter hoch entfernt kriegen, da ja. Gucken wir mal. Wir könnten hier noch mal den guten. You again. Roy fragen. Hat er hier noch was? Schade. Ich habe gedacht, man könnte ihn da noch was. Okay. Dann werde ich jetzt einmal mit Cat reden, weil ich denke mal, da muss auch noch mal was kommen. I told you to beat it. Die sind aber auch alle sehr freundlich. Dann, jo. Ich nehme an, irgendwie gibt es jetzt tatsächlich dann nur den Weg in das alte Lagerhaus. Mit dir kann ich nicht reden, ne? Nee. Mit den Wärtern, mit denen man nicht reden kann, mit denen ich aber gerne reden würde, weil ich gerne wüsste, was sie da, über was sie da reden. Aber gut. Dem haben wir gesprochen. Mal gucken, ob hier jetzt irgendwas geht. Irgendwie ist hier vielleicht doch. Haha. Yes. This handle will be perfect for the winch. Das hatte ich eben nicht gesehen. Das ist ja gut, dass ich da nochmal geguckt habe. Dann können wir nämlich durch die Kanalisation, was natürlich wunderschön ist, also es ist ein ganz toller Ort, so eine Kanalisation, Kurbel anbringen. Und warum kann ich das jetzt nicht kurbeln?
Ich will jetzt auch kurbeln. Warum geht das immer noch nicht? Are you kidding me? Die Kurbel ist doch dran. Also müsste ich da jetzt eigentlich kurbeln können. Nur Kurbel. Ach Mann. Das muss doch jetzt gehen. Habe ich noch was übersehen? Kann ich hier noch irgendwas tun? Kann ich hier jetzt nochmal... Nee. Es sieht nicht nett aus da unten, die Brühe. Aber es ist dann wahrscheinlich der einzige Weg. Aber hier ist nichts. Wir haben eigentlich alles, also eigentlich müsste man jetzt nur noch die Kurbel bedienen, würde ich sagen. Was sagt denn? Müssen wir vielleicht nochmal was hier gucken? Haben wir noch irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Verstand. Wir sind immer noch stabil, ja, Gott sei Dank. Ich habe das Gefühl, der will immer noch, dass wir irgendwas finden. Ich weiß jetzt nicht, oder ob das automatisch in diesem Raum aktiv ist einfach. Ah, guck mal, ja, eine Lampe. Ach. It should be possible to mount this cogwheel on the winch. Okay, das fehlte noch. Natürlich. Jetzt. Ja, jetzt ist da auch ein grüner Haken. Können wir jetzt das Licht ausmachen? Das Feuerzeug ausmachen, meine ich? Kurbel drehen. Ah. Looks like everything is in its place. All that's left is to try to turn this handle. Okay, das macht er aber von selber. Damn, I broke it. Wie, du hast es kaputt... Wo hast du es denn kaputt gemacht? Wo? Wo ist was... Was ist wie wo kaputt? Warum haben wir jetzt das Feuerzeug? Moment, ich muss mal gerade gucken, ob hier irgendwo... nächstes Licht, vorheriges Licht, Licht, mittlere Maustaste. Das habe ich gesucht. Genau, weil wir brauchen jetzt kein extra Licht, würde ich sagen. Oh, aber das ist ja dumm. Warum ist das jetzt kaputt? Wo haben wir denn hier jetzt was kaputt gemacht? Ich habe das jetzt nicht verstanden, wo was kaputt ist. Ach, da ist ein Knoten drin. Oder? Es sieht aus, als wäre da ein Knoten drin. Aber das waren wir nicht. Das war vorher schon dann. Ja, und jetzt? Obwohl, nee, der Knoten ist an der Stelle, wo das damit befestigt ist, oder? Ja, was machen wir jetzt? Ich guck nochmal oben, ob da doch noch irgendwas, ob ich da irgendwas tun kann, was ich übersehen habe. Nein. Hier nochmal irgendwas, was ich übersehen habe. Aber wo ist es jetzt denn bitte kaputt? Hier? Ja, keine Ahnung. Großartig. Das heißt, wir waren nicht stark genug, oder? Das war... Ist irgendwie kaputt gegangen. Hier kommen wir nicht hoch. Ich hätte sonst gerne geguckt, was hier noch ist, aber... Oder können wir mit Licht noch irgendwas finden? Nachdem wir ja gesehen haben, dass man mit Licht manchmal noch Dinge findet. Muss man doch nochmal genauer schauen. Aber eigentlich hatte ich gedacht, nein. Weil... Okay. Well, well. A little mouse has got lost on our turf. You're not only inquisitive, you're also stupid.
What gave you the crazy idea to come onto my turf? Nicht sagen. Has the cat got your tongue? You've come for a fight. What I've got to say won't change a thing. Oh, yeah. You're a quick learner. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. Sie müssen Cat sein. Is your name Cat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Or maybe not. Whoa! Ouch. Get this Joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. Oh. Damn. Ugh. I'm getting careless. I didn't see that coming. If I want to get into this warehouse, I'm gonna have to deal with her. Puh. Das war unerwartet jetzt. Weiß nicht, ob uns... That's no way to treat an omen. Oh yeah. Der hat andere Sorgen als, ne, und könnten nochmal mit dem Captain reden, aber ich glaube auch, das bringt nicht viel. Aber versuchen wir es mal. Wir können ja sagen, wir hatten da so einen kleinen Run-in with Cat. Oh, back again. What can I do for you? I found a threatening letter signed by a certain Cat. What? I don't mind you visiting my harbor. Are you being blackmailed? Yeah. Not exactly. With any success. I wouldn't, but she'd tell you not do it. Don't you worry. Das hatten wir schon. Okay. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Ich habe eine Idee. Oh, das ist... Fishing equipment. Could do with some rust removal. Haben wir uns aber jetzt nicht genommen. Ich glaube, da konnte man eben nicht rein, oder? Ah, deswegen. Alles klar. Gucken, ob hier irgendwas ist. Das mit dem Licht, das ist ein guter Dingens-Hinweis, dass man mit Licht manche Sachen findet, die man sonst vielleicht nicht findet. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich muss man immer diesen Suchmodus haben, damit irgendwas... passiert oder damit man irgendwas findet. Kann man hier die Leiter hoch? Nein. Die Lampe kann man auch nicht nehmen. Das Foto hatten wir aber hier. Bringt das irgendwas? Nee, leider nicht. What a macabre souvenir. Das ist jetzt irgendwie schade. Was ist das für ein komisches Bild? Ist das irgendwie eine Jungfrau, die einem Drachen geopfert wird? Das sieht ein bisschen so aus. Ich weiß nicht, wie lang das Feuerzeug Benzin hat. Das ist ja immer das Problem in diesen Spielen, dass man dann irgendwie Öl oder Benzin oder irgendwas für diese Lampen braucht. Ich meine, das, wie gesagt, das kennt man ja aus Amnesia. Ach. Broken. This place seems half abandoned. Ja. Das ist wohl richtig. Ich weiß nicht, ob das noch was bringt, hier zu gehen. Wird das eigentlich gerade dunkler oder sieht das nur so aus? Ich glaube, das sieht nur so aus, ne? Ich mache das so mal als... Mal gucken, ob wir sterben. Nein, wir sterben nicht. Oh, das ist jetzt irgendwie ein bisschen ätzend. Ich weiß nicht, ob die hatten nichts zu sagen, ne? Leider. Nee. Prohibition, ja.
man immer noch nicht mit euch reden, Jungs? Nein. Man erfährt auch nichts über dieses Institut. Er hat immer noch nicht mehr zu sagen. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations. Gifted with its own consciousness. Until it finds a new reader. Nein. Gucken, was passiert, wenn wir jetzt zu ihr hingehen. Hey, Mitchell. A drink for our new friend. I owe you. You don't know how to fight, but at least you've got guts. Yeah, aching guts. Huh. I've got them too. But you don't hear me whining like a pooch who's lost its leash. You didn't back down. Something that I respect. So understand by that. If I catch you again, you'll carry a more permanent reminder of our encounter. Tell me, what brings you to Darkwater? Ich könnte einfach die Wahrheit sagen. I'm investigating the deaths of the Hawkins family. It's very nice of you to tell me the truth so openly. But it's also really stupid of you. You really don't seem to know the area. Let me give you a little advice. If you want to survive more than a day in this rat hole, avoid talking about them to the first people you meet. Okay. Genau, Sie müssen sich gut auf Darkwater auskennen. I've got a few questions about the island. I'm not here to give you information. Mitchell will tell you what he wants to tell you. Okay, Is that more dangerous than having a drink with you? I'm not kidding. The old families, they were here long before us. And they'll be here long after we are gone. The old families? The descendants of the first whalers. These people truly worship their ancestors. I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? Wäre ich das Risiko eingegangen? Think it over. I've seen what you're capable of. And you didn't miss me. I accept the compliment. Well, I see you're serious. To be honest, as long as it doesn't interfere with my business, I don't care. But I'll go with you, to make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Sounds honest to me. I'm not finished. If I do that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs, you'll be indebted to me. And I guarantee that I always collect on what I'm owed. Think about it. I help you, you'll owe me a favor in return. Do you accept? Wir haben eigentlich nicht viel Wahl, weil wenn wir uns mit ihr anlegen, haben wir ein Problem. Also sagen wir einfach mal ja. Do I have a choice? Oh, we always have one, Detective. Okay. Follow me. Nobody questions your authority here. I was given to believe that Fitzroy stood up to you. That dope tried to save face in front of his sailors. They revere their brave captain as they do their old statues. But sooner or later, all statues get buried in bird shit, and nobody cares. And the police? They do nothing to stop you? The local cops? The cops drink like everyone else, sweetheart. They know where their interests lie. Apart from that pig-headed Bradley. I don't know whether to admire his stubbornness or to have pity on him. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh yeah? Yeah. He's gonna get us into trouble. Oh, Bradley war der, ne? Ja. Okay, aber es ist ja jetzt praktisch, dass wir dann ins Lagerhaus kommen. Aber ich fürchte, ich muss diese Folge schon gleich wieder etwas überziehen. It's fine. He's with me. Oh. Okay. Okay, es war doch die richtige Entscheidung, dann nochmal zu ihr hinzugehen, auch wenn das vorher etwas schmerzhaft war. Irgendwie würde sie optisch total gut nach Dishonored passen mit ihrer Kleidung und ihrem Haarschnitt. Ich weiß auch nicht. Ich muss an Dishonored denken, wenn ich sie sehe. Be a gentleman and move that for me.
Mhm. Das, wo wir nicht so stark sind. Okay, na gut. Keine Ahnung, ob das Spiel jetzt gleich nochmal einen Speicherstand macht oder ob wir dann, That's how it's done. Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by on your own now? Don't overdo it. Good. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. Okay. Ha, Spiel gespeichert. Gut, dann kann ich jetzt doch einen Cut machen. Dann muss ich jetzt doch nicht gnadenlos total überziehen. Ja, in der nächsten Folge gucken wir uns dann mal im Lagerhaus 36 um und ich bin gespannt, was wir da finden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.